Würde Natascha Ochsenknecht irgendwann zu ihrer Tochter nach Österreich ziehen? In dem Nachbarland bauen sich Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino gemeinsam mit ihrer Tochter Mavie ein Leben auf. Immer wieder ist auch Natascha zu Besuch und will natürlich ihr Enkelkind regelmäßig sehen. Wäre das auch eine dauerhafte Möglichkeit? Promi-Flash verrät die Modedesignerin. Nino und Cheyenne drängen schon die ganze Zeit, dass ich nach Österreich ziehe. Aber ich habe gesagt, ey, ich bin noch nicht in Rente. Ne? Also ich habe noch meine ganzen Projekte und so. Also es wäre mir tatsächlich auch zu früh, nach Österreich zu ziehen. Aber so abwegig ist das gar nicht. Im Moment versucht die TV-Bekanntheit, so oft es geht, die Familie zu besuchen. Ja, das mache ich ja regelmäßig, ne? Dass ich dann immer gucke, dass ich ja im Schnitt so alle 4-5 Wochen, dass wir uns sehen. Das ist auch für Mavie natürlich schön, ne? Dass sie weiß jetzt die Omi nicht, dass sie irgendwann Natascha sagt. So. Erstmal hat sie also noch eigene Pläne, aber eins steht fest. Wenn Cheyennes zweites Kind auf der Welt ist, ist Oma Natascha bestimmt auch weiterhin regelmäßig in Österreich.